was in dieser Folge passieren wird. War nicht Stroll, wer war es denn dann? Also es war ein Aston auf jeden Fall und jetzt können wir hier an Lance Stroll vorbeigehen. Ich möchte 353, 54, 55. Er geht nach oben, Leute, 358. Wir haben eine richtige Rakete und ja, seien sie auch ganz fair, nicht so wie Russell vorhin in Sprint. Russell jetzt da auf den 5. Platz und wir könnten uns immerhin, denke ich mal, den 60, wir stehen an 364 km/h, das ist wirklich abartig schnell. Hier in Turn 1 geht es wieder knapp aneinander, ich muss aber auch näher an ihn ranfahren. Damit willkommen hier aus Aserbaidschan, Baku, zum ersten Sprint-Event unserer Season Nummer 3 in unserer F1 23, meine Teamkarriere mit Audi. Ja, wir waren knapp dran letzte Season, doch jetzt müssen wir halt uns wieder nach vorne kämpfen. Unser Auto ist nicht das stärkste im Feld, aber natürlich auch nicht das schwächste. Dennoch haben wir eher so ein mittelmäßiges, ja, Mittelfeldteam. 6.003 Meter, 20 Kurven, 2 DS-Zonen und an sich eine Strecke, die wirklich unfassbar geil ist und wo ich auch sagen kann, auch wenn es eine Hermann-Tilke-Strecke ist, wirklich toll gelungen, wirklich. Ich liebe diese Strecke. Sie ist gut zu fahren, doch man braucht halt auch das nötige Fahrzeug dafür. Let's go! Unser letzter finaler Qualifying Run und wir sehen, Lando war in seinem Run schneller. Wir legen auf vor, sprich wir haben noch ein paar Minuten zu absolvieren. Dennoch, ich habe zwar danach noch einen Run gehabt, da konnte ich mich aber nicht verbessern. Deswegen zeige ich ihm meine schnellste Runde. Wir konnten bereits hier 2,5 Zehntel finden und ich hoffe natürlich auch, dass wir gerade so im Endsektor noch ein bisschen was finden. Denn gerade diese paar rechtwinkligen Kurven hier, wo du wirklich viel Zeit gewinnen, aber auch verlieren kannst, sind halt wirklich sehr, sehr schwierig zu fahren. Erster Sektor durch und da haben wir 4 Zehntel gefunden und dennoch ist es kein Purple. Also das ist wirklich schon Wahnsinn, wenn man 2 Zehntel schneller als Lando. Das ist schon mal wirklich gut. Natürlich müssen wir halt auch Track Evolution zum Schluss auf jeden Fall ja, mit bedenken. Jetzt geht es hier in die engste Stelle im Formel 1 Kalender und da sind wir bereits auf 6 Zehntel. Hier nicht an die Mauer dran fahren. Gut durchgekommen, bisschen zu früh eingelenkt, da musste ich korrigieren beim Rausbeschleunigen, alles mitgenommen. Track Limits war ganz, ganz knapp, ja, noch behalten, da verlieren wir auch ein paar Tausendstel, weil ich eben hier nicht cool, ja, vielleicht doch ein bisschen zu vorsichtig bin jetzt hier runter, das hat Zeit gekostet, auf jeden Fall, das sehen wir oben rechts in der Delta Time, das war gar nicht gut, dieser Körperrutscher und da waren wir fast schon aus der Zeit draußen und ja, da gibt es kaum eine Verbesserung. Das ist wirklich bitter. Für so einen guten Run habe ich es echt im letzten Sektor weggeworfen. Nur ein paar Tausendstel, das wird nicht reichen, um im Qualifying hier im Sprint eine aussagekräftige Position zu erreichen. 76 Tausendstel. In Folge für das heutige Sprintrennen. Valtteri Bottas startet von der Pole Position und Charles Leclerc steht auf P2. Die restliche Startaufstellung sieht wie folgt aus. Sainz, Perez, Verstappen, Gasly, Tsunoda, Russell, Stroll, Norris, Ocon, Hamilton, Joe, Oscar Piastri, der Wissenschaftler, Liam Lawson, Hülkenberg, der belegt den letzten Platz der Startaufstellung. Tief runter zum Start dieses Sprints. Ein feuchter Sprint und das bei einer Strecke wie Baku. Was willst du bitte mehr? 15. Startplatz. Ja, das Qualifying war nicht so optimal. Guan Yu steht hier und wir müssen uns hier irgendwie durchschlängeln durch die Autos, die ein bisschen langsamer waren. Ja, da ditcht der Stroll gegen den Mond. Ich hatte so verdammt Angst, dass der mir da reinfährt. Und ja, ich muss dann... es war nicht Stroll. Wer war es denn dann? Also es war ein Aston auf jeden Fall und jetzt können wir hier an Lance Stroll vorbeigehen. Möchte ich aber Ihnen auch genug Platz lassen, denn wir wissen, wenn du hier zu früh zumachst, verhaken sich die Autos oder du bist dann halt auch draußen, was dann halt wenig Sinn machen wird. Also was dann auf jeden Fall irgendwie für einen Ausfall sorgen wird und das will ich absolut nicht. Ich will auch hier im Sprint punkten, aber vor allem eine gute Position haben. Unser Motor ist ein bisschen lidiert, das sollte aber dennoch für dieses komplette Wochenende, sprich Sprint und auch normales Rennen noch halten. Wir kommen hier ein bisschen rutschig raus. Was mir auffällt, die KI ist im Regen unfassbar cracked. Also wirklich. Ja, der war da echt ein bisschen in der Zwickmühle, weil Yuki sehr langsam war. Konnten wir uns hier vorbei drücken und nehmen den einen Punkt hier mal mit. Ob wir gegen Yuki oder auch gegen Pierre Gasly noch eine Chance haben, werden wir auf jeden Fall im Verlauf des Sprints sehen. Doch
Ich mache mir da keine großen Hoffnungen. Das Auto fährt sich nicht gut. Ich muss natürlich auch das Track trocken Setup nehmen, was das Ganze natürlich nicht viel besser macht. Und ja, ich werde mich vermutlich auch jetzt eher auf diesen 8. Platz ausruhen, auch wenn ich von hinten richtig Druck bekommen werde. Denn Russell und auch Norris sind zwei extrem gute Fahrer und Norris hat das gleiche Auto wie ich. Also der ist auch nur eine Sekunde weg. Das wird knapp werden. Boah, da kommen wir neben die Strecke. Ich hasse solche Conditions. Also ich hatte wirklich das komplette Wochenende. Training 1, Qualifying, Training 2, alles trocken und jetzt auf einmal dieser Scheißregen. Ich konnte mich nicht vorbereiten auf diese Scheiße und ich mag diesen beschissenen Regen einfach nicht. Charles Leclerc zieht da vorne und wir sind da knappe 6 Sekunden langsamer. Über 6 Sekunden, 6,5 Sekunden, also da gibt's auch nichts mehr und da schießt schon der Georgie durch in Turn 1. Er zwingt uns ein bisschen weit zu gehen, weil er halt auch drauf hält. Ja. Und gleich nochmal hier in Runde Nummer 4, das ist wirklich schwierig, den hinten zu halten. Der ist unfassbar strong und der wird uns das Leben wirklich zur Hölle machen. Yuki, können wir auch halbwegs noch folgen, 1,89, ja, jetzt habe ich ein bisschen einen Fehler drin gehabt. Es wird jetzt auch schwierig werden, den George Russell hinten zu halten, aber unser Topspeed ist um Welten schneller als der von Russell. Cool wäre es natürlich, wenn Norrie noch Russell überholt. Und das ist jetzt auch der Fall, Ende Runde 4 und ich weiß nicht genau, was ich machen soll. Und Russell, wie immer, hält hier in Turn 1 drauf, aber diesmal war es mir ehrlich gesagt egal. Ich meine, ich war beim Scheitel vorne und ich habe auch immer wieder Platz gelassen. Doch ich kann, ja, viel zu spät auf der Bremse, doch ich kann mir jetzt wirklich nicht immer das antun und den Russell irgendwie da einen Vorteil verschaffen oder irgendwie so die bessere Linie geben oder so. Das ist einfach unmöglich. Und durch dieses Hin und Her ist jetzt auch Yuki auf und davon, also 3,8 Sekunden und das in einer Runde. Also das habe ich nur in Runde Nummer 4 verloren, eben weil halt auch Russell in der ein oder anderen unmöglichen Ecke reinsticht. Erinnere mich ein bisschen an mich. Ich weiß, das liegt euch ja hier schon auf der Zunge. Jetzt sind wir in der 6. Runde, Russell tritt ordentlich an, aber ja, wir konnten ehrlich gesagt uns nur vor Russell halten und mussten hier, ja, der schießt hier vorbei. Und was macht er jetzt? Genau, was macht er jetzt? Er hält ja einfach drauf und keine Ahnung, verlenkt sich dann auch noch. Das ist natürlich gar nicht gut, die Reifen, ja, ist rutschig, es heißt wirklich nur noch, rette diesen einen Punkt. Ich bin so froh, wenn dieser Sprint vorbei ist, es ist so ein Drecksrennen. Es ist wirklich unfassbar räudig, nervig und das will ich auch nicht mehr. Ich freue mich auch, ich kann euch auf jeden Fall versprechen, dass das Rennen im Trockenen sein wird, sprich das Hauptrennen. Und das habe ich auch bitter nötig, denn bei diesen Abständen wäre ich vermutlich im Regen gefressen worden. Schwierigkeit 95, dennoch ist es keine Entschuldigung, weil auch Russell uns, Norrie uns richtig gut folgen kann. Fühle ich mich hier ein bisschen, als ob ich ja ein Loser. Ja, ich habe doch ordentlich abreißen lassen. Ähnlich wie Sainz zu Leclerc vorne, habe ich hier die zweite und da hinten gibt es nochmal eine dritte Gruppe. Und ja. Jetzt geht's aber hier mal durch. Leclerc gewinnt den Sprint, verdient natürlich. Es ist mir aber auch ehrlich gesagt wirklich so unfassbar egal. Ich bin froh, dass das Scheißrennen vorbei ist. Und wir nehmen hier den wichtigen einen Punkt fürs Team mit. Ich hoffe natürlich, dass es im Sprint mehr werden. Gucken wir uns mal die Startausstellung an. Sehen. Es ist eine der schwierigsten Kurven im ganzen Jahr. Bevor es losgeht, sehen wir uns kurz die Startaufstellung für das heutige Rennen an. Charles Leclerc startet aus der Pole Position und der talentierte Spanier Carlos Sainz macht die erste Reihe komplett. Und schauen wir uns den Rest der Startaufstellung an. Perez, Bottas, Verstappen, Gasly, Tsunoda, der Wissenschaftler, Russell, Norris, Stroll, Hamilton, Ocon, Oscar Piastri, Liam Lawson, Joe, Doohan, Sargent, Magnussen, De Vries, Albon und Nico Hülkenberg vervollständigt die Startaufstellung. Jetzt, wo die Lichter jeden Moment ausgehen, wird es Zeit, zur Strecke zu schalten. Stefan Römer ist heute wieder bei mir in der Kommentatorenbox. Hallo Stefan, ich bin neugierig. Als jemand, der selbst schon auf der Strecke war. So gehen wir also an den Start und es ist der 8. Platz, was mich echt zufrieden stimmt. Auch Max Verstappen nur 5, Yuki und auch Gasly genau vor mir. Let's go Sprint, wir starten mit den gelben Reifen, um zum Schluss dann den roten zu haben. Das machen aber sehr viele, außer Valtteri Bottas, der ja im McLaren hier unterwegs ist.
Der hält sich dran, da geht es auch ordentlich aneinander mit Verstappen. Bro, das ist eine Verwarnung. Also da könnt ihr gerne mal entscheiden, seien sie hier richtig im Bedrängnis von Perez und da vorne zieht der Ferrari wieder davon und hinten ist schon wieder gelb. Das ist gar nicht gut. Bottas hier jetzt auch gegen Sainz und ich weiß gar nicht, wo ich mich einordnen soll. Deswegen bleiben wir hier mal mittig und gehen mal früh auf die Bremse. Machen hier ein bisschen mehr die Lenkung auf, mehr Schwung in die nächste Kurve mit. Vielleicht können wir uns ja links halten und auch Bottas mitnehmen. Ja, Pierre Gasly ganz spät hier auf der Bremse. Da haben wir hinten den Ditcher gespürt. Da gibt es vermutlich auch eine Verwarnung für ihn. Aber wir konnten noch keinen Profit hier aus Valtteri Bottas und Carlos Sainz schlagen. Das Ding ist natürlich, Bottas auf Rot ist viel schneller wie Sainz auf den Weißen. Und das wird das Ganze ein bisschen interessanter für uns gestalten. Aber sobald Bottas mal an Sainz vorbei ist, werden wir auch keine Chance mehr haben, Bottas zu überholen. Das ist aber jetzt mal wirklich zweitrangig, denn wir können uns hier mal vor Gasly und Ocon halten. Die Alpine-Offensive hat hier beides auf Attack gestellt. Die sind mit Rot gestartet. Wir werden dann zum Schluss den besseren Reifen haben. Aber ob das lang wird, ich bin mir natürlich nicht ganz sicher mit dieser Strategie. Dennoch müssen wir jetzt durchziehen. Ich will auch mit Rot zum Schluss eventuell sogar den Angriff auf die schnellste Rennrunde wagen. Mal schauen. Jetzt hier raus und da sehe ich schon, dass Bottas richtig das Tempo anziehen kann. So, und da geht es jetzt auf Start und Ziele und da kommt Gasly im Rückspiegel aber schon ordentlich. Wir gehen hier mal auf links und vorne sehen wir auch, dass Bottas jetzt Sainz angreifen kann. Leclerc holt sich wieder die schnellste Rennrunde, aber unser Topspeed ist einfach wirklich abnormal auf dieser Geraden. Gucken wir uns mal die Start-Replay an und ich würde auch gerne ein bisschen diesen Zwischenfall zwischen mir und Max Verstappen sehen in Turn 1. Also wir waren da auf jeden Fall viel, viel schnell. Das war nicht Turn 1, nein, doch. Es geht hier Rad an Rad, ja. Es war ähnlich wie Russell und Max 2023. Das war wirklich schon sehr nah an der Grenze, aber ja, muss ich sagen, es ist halt ein Rennen und du kannst jetzt auch bei so engen Raum, ja, da ist er mir hinten drauf gefahren, das ist mir aufgefallen, da war da eine ganze Autolinie hinten, hat sich verbremst und hat uns da leicht berührt, also ja, gut, ist jetzt nicht so extrem schlimm, ich brauche mich da nicht aufregen, ich bin genauso, wenn ich mich hier vertue oder so. Da habe ich mich auch, bin ich ein bisschen zu früh und auch zu aggressiv über den Körper drüber. Und ja, jetzt sind wir mal an Sainz dran. Bottas auf Podiumskurs, das und McLaren, das wäre auch eine Überraschung auf jeden Fall. Jetzt hier an Sainz, guckt euch mal unseren Topspeed an. 350, 353, 54, 55. Er geht nach oben, er geht nach oben, Leute. 358. Wir haben eine richtige Rakete und ja, Sainz hier auch ganz fair, nicht so wie Russell vorhin im Sprint. Bleibt da richtig, ja, eigentlich richtig korrekt. Und da gehen wir auf den vierten Platz nach vorne. Und wenn wir nur in der Nähe von diesem Platz bleiben könnten, wäre das wirklich heute schon ein Traum. Mich ist es wirklich, ja, mir ist es egal, ehrlich gesagt. Aber ob wir aufs Podium kommen, hier wären wir jetzt mal auf Podiumskurs. Sainz bleibt genauso lang draußen wie wir. Wir sind in der sechsten Runde mittlerweile. Pierre Gasly ist immer noch hinter Sainz. Und Sainz aktuell wirklich so schnell wie der Dude ist, der raced hier, der paced hier, das ist ein Wahnsinn. Bottas in der Box, Perez, Leclerc ziehen, ja, die roten Reifen gehen langsam ein, da sind jetzt auch die ersten in der Pit gewesen, auch Valtteri Bottas, wir müssen hier abdecken, weil Sainz einfach so schnell ist. Ist natürlich auch klar mit seinem DRS und so weiter, Windschatten, DRS und, aber ja, da kann ich einfach nicht mithalten, zumindest auf normalen Bedingungen. Jetzt aber mal probieren wir es. Wir müssen halt einfach durchziehen jetzt. Ich kann es nicht ändern. Ich habe mir die Strategie ausgesucht. Wusste halt auch einfach nicht, dass meine Gelben so schwach sind. Eventuell hätten wir mit den Rot auf von Rot auf Gelb was machen können. Leclerc war schon in der Box und ist mittlerweile nur noch 4 Sekunden hinter uns. Und Perez führt jetzt gerade den Grand Prix an. Wir sind zweiter Platz. Verstappen drückt an. War aber auch noch nicht in der Box. Also der ist ja die gleiche Strategie gegangen wie wir. Das wäre schon crazy, wenn der jetzt schon wieder in der Box gewesen wäre. Das ist interessant. Wir müssen auf jeden Fall viel mehr Arbeit reinstecken im zweiten Stint, als wir hier im ersten machen. Also das wird eine Horrorgeschichte werden, um den da hinten zu halten. Auch generell, wir müssen mit dem Stint so hardcore aufpassen.
Ende Runde Nummer 10 und Max Verstappen kommt angeschossen, aber er biegt in die Box ab, was wirklich gut für uns ist. Aber auch Charles Leclerc kommt hier angeschossen. Wir gehen jetzt in Runde 11 in die Box rein. Es geht einfach nicht mehr. Wir mussten Leclerc ziehen lassen und der hat fast 5 Sekunden auf eine Runde aufgeholt. Rot, obwohl wir hier gerade in die Box gefahren sind. Ich habe keine Ahnung warum. Das ist einfach so ein weirder Pack. Jetzt hier geht's in die Box rein. Roter Reifen. Wir dürfen wirklich den nächsten Stint müssen auch richtig fetzen, denn es sind nur noch 6 Runden zu gehen. Und wir sind auch nur auf den 10. Platz. Sogar Norrie und Hamilton sind vorbeigegangen an uns. Und aktuell hätten wir nur den einen Punkt. Das wird eine harte Nuss werden. Lewis hier ganz eng, wie ob Russell vorhin. Es war noch on track, das kann ich euch versprechen. Wir haben auch hier hinten ganz leicht Geld. Das war aber auch, glaube ich, wegen der Kollision mit Gasly. Lando Norris wird uns den DRS-Spender geben auf Start und Ziel, weil ich glaube, vorher werden wir den nicht überholen können. Oder ich will ihn auch vorher nicht überholen. Das ist schon mal ganz, ganz klar. Jetzt hier im Windschatten saugen wir uns allmählich dran, bis wir dann auf Start und Ziel. Oh mein Gott, dieser Rutscher war gottlos gefährlich von Norris. Also für ihn selbst, also da hätte es wirklich schlimm ausgehen können. Jetzt im Windschatten hier durch die noch keine DS-Hilfe-Kurven. Ja, jetzt habe ich auch unnormal aufgespart, aber auch eben, weil ich die schnellste Rennrunde holen wollte. Das wird jetzt auch unmöglich werden, denn ich habe immer wieder nur sekundenweise Löcher und musste jetzt nächsten 2-3 Runden reinhauen, um die überhaupt zu überholen. Hier geht es jetzt drauf. 360, 61, 62, 63, 64 und da steht aber der Motor wirklich auf maximalen Anstand. 364 km/h hier in Aserbaidschan auf einer so langen Geraden ist dann der Motor wirklich auf dem Maximum oben. Die Race ist on, weil wir auch gegen Pierre Gasly durchgehen dürfen und mir fällt auch ein bisschen auf, dass die das auch so ein bisschen versemmelt haben. Die waren ja auf, ja wo waren die denn, auf 5, 6, ja cool, 6, 7 sind es jetzt. Da hat sich der Russell durchgedrückt, ja. Russell jetzt da auf den 5. Platz und wir könnten uns immerhin, denke ich mal, den 5., 6. Platz, den könnten wir uns jetzt locker noch zurückholen. Die roten Reifen haben das Leben noch drinnen und Russell, den sollten wir auch noch bekommen. Dann wird es aber schlimm, ja, es wird, glaube ich, dann unmöglich werden, da noch weiter nach vorne zu gehen. Vor Russell ist dann, glaube ich, noch Valtteri und auch die beiden mit, nein, Valtteri ist gar nicht mehr hier, oder? Der ist weiter hinten. Ja, da sind noch die beiden Ferrari, die beiden Red Bull und ich glaube Leclerc fährt den eigenen Liga. Es ist Leclerc, Sainz, dann Verstappen, dann Perez, dann Russell. Also die werden wir nicht mehr einholen können. Jetzt hier, da habe ich auch noch nie überholt und deswegen probiere ich es ehrlich gesagt auch gar nicht, während wir uns hier dran saugen. Aber hier geht's jetzt, da gehen wir links vorbei. Ich glaube hier ist auch der DS-Messpunkt, das bedeutet wir sollten auf der geraden DS bekommen, aber ich bin mir da nicht ganz so sicher, denn wir haben auch hier eine Linie. Und auch nach der letzten, ja, in der richtigen Kurve, hier war auch eine Linie, hier auch eine Linie. Ich denke mal, hier war der Messpunkt und das wird jetzt auch nicht, doch wir sind über eine Sekunde weg. Also da, Ocon wird auch das nicht mehr schaffen, hier zu kontern. Russell jetzt vor uns, der ist auch nicht in Fight oder so, den könnten wir auch noch vielleicht überholen. Es ist halt wirklich ein Rennen, das heute an die Substanz geht. Es ist ein wirklich langes Rennen. Und so viel weirder Stuff, was heute passiert ist. Meine Strategie könnte aufgehen, aber ich werde nicht das Podium zurückbekommen. Das war mir aber auch ehrlich gesagt klar, wenn ich nur vom 8. Platz starte, dass ich nicht am Podium landen werde. Und hier gegen Carlos Sainz, eines der ersten Male, da hat auch Sainz wirklich gut mitgespielt. Da ging es nah aneinander, aber wirklich ganz, ganz tolle Leistung von beiden, würde ich sagen. Runde Nummer 4, da haben wir jetzt einen kleinen Zusammenschnitt der einzelnen Sachen. Und warum gibt es gerade hier eine Replay? Ich habe keine Ahnung. Außer, ja, kann ich mir nicht erklären. Runde Nummer 9. Und da sind wir in der engen Schikane. Da war es wirklich ganz, ganz knapp an der Mauer. Und dann war dann auch bald der Schal vorbei und konnte uns da wirklich richtig an Zeiten abziehen. Das ist dann gegen, gegen Charles Leclerc. Ich wollte da ein bisschen, ja, irgendwie noch abdrängen oder so. Abdrängen ist ein blödes Wort. Ich wollte ihn abdecken, aber das hat nicht mehr funktioniert. Dann kam der Pendler so ein bisschen, weil ich ihn einfach nicht beim Spiegel finden konnte. Und ja, war dann auch schon gegessen hier. Ja, aber es hätte auch nichts geholfen, wenn ich Leclerc irgendwie hinten halten hätte können. Runde 13, das war dann gegen, ich glaube zuerst mal Pierre Gasly. Und dann, ja, es ist halt einfach dieser Reifenunterschied. Ihre, keine Ahnung, 3-4 Runden alten gelben Reifen gegen meine nagelneuen roten. Und da hatten wir gelb. Und es scheidet hier tatsächlich, guckt euch das an,
Sergio Perez aus. Wir würden mit dem Überholmanöver an Russell auch hier unseren vierten Platz fixieren. Das macht es wirklich noch viel besser. Sergio Perez draußen, das ist natürlich schade für den Mexikaner. Erinnere mich ein bisschen an seine aktuelle Verfassung jetzt hier im Windschatten an George Russell dran. Das wird aber hier, glaube ich, nicht langen. Da traue ich mich auch irgendwie nicht drauf halten. Die Kurve ist wirklich so verdammt. Also die ist wirklich extrem schwierig. Da geht es auch nicht. Da sind wir zu weit weg. Aber er wird heute vermutlich mein letztes Überholmanöver werden. Denn die 5 Sekunden zu Verstappen werden wir nicht aufholen können. Und Podium ist dann halt leider nicht drin. Sollte natürlich jetzt alles nach Plan verlaufen und keiner mehr ausscheiden. Ich will es nicht verschreien, Klopf auf Holz. Aber Leclerc da vorne, der managt das. Ich meine, der managt das, der fliegt da vorne davon. Und ja, auch Sainz scheint mir zwar einen kleinen Fight mit Verstappen zu haben, aber das reicht trotzdem. Hier in Runde 15, jetzt saugen wir uns allmählich an George Russell dran. Windschatten ist on, hier ist es on. Jetzt auch das DRS on im Windschatten, 360 und 64. Wir stehen an 364 km/h. Das ist wirklich abartig schnell. Hier in Turn 1 geht es wieder knapp aneinander. Ich muss aber auch näher an ihn ranfahren, sonst schaffe ich halt einfach den Schwung mit meinem Auto nicht. Das war auch knapp, dieser Hakel, ja, in dieser Eckenkurven. Das war wirklich, Halleluja, was für eine, was für eine. Man sieht es unserem Motor schon ein bisschen an, er ist schon lediert. 18. ist Russell hinten, wir konnten den noch nicht mehr abschütteln. Der ist wirklich, unsere Reifen werden jetzt ähnlich stark beansprucht sein. Jetzt 14., 13., reicht das noch? IRS ist jetzt on, aber wirklich, das müssen wir jetzt bis zur Ziellinie durchziehen. 13., 12. und reicht das noch? Ja, es reicht, Leute. Wir machen hier den vierten Platz. Es ist wirklich sensationell, mit dem habe ich absolut nicht gerechnet. Ob das jetzt im Vergleich zur Routenstrategie besser war, bin ich mir nicht sicher. Schreibt gerne eure Meinung rein und jetzt ab zur Siegerehrung. Und wieder ein ausgezeichneter Sieg von Ferrari. Stefan Römer, ein überwältigender Sieg heute. Was haben Sie besser gemacht als die anderen? Ich denke, die Konstanz war heute der Schlüssel zum Erfolg. Schnell sein ist eine gute Sache, aber du musst eben Runde für Runde für Runde schnell sein. Wenn du das schaffst, kannst du von den Fehlern anderer Fahrer profitieren, falls du selber keine machst und so weit nach vorne ins Feld fahren. Wieder einmal eine hervorragende Leistung von Ferrari beim heutigen Grand Prix. Ferrari ist offensichtlich ein Team, das weiß, was es da draußen zu tun hat. Doppelt Ferrari und einmal Max Verstappen. Also das ist ja einfach nur toll. Warum Norris jetzt so weit abgestürzt ist, weiß ich nicht. Aber der ist auch weiter hinten. Der ist von 9 oder so gestartet.
Wir hatten da wirklich Glück mit unserer Strategie, die eigentlich sehr weird ausgesehen hat. Die schnellste Rennrunde hat nicht gereicht und wir sind jetzt mit 21 Punkten Rückstand Dritter in der Weltmeisterschaft. Was natürlich jetzt doch, ja, ich habe mir mehr vorgestellt. Wir sind in der dritten Season und können noch immer nicht um den Weltmeistertitel mitfahren. Das ist wirklich schon schwierig. Ja, die Rivalität ist verloren. Da hat uns, es sind zwar noch hier auf dem Blatt Papier, können wir das noch schaffen, aber das ist eigentlich schon vorbei. Für heute war es das aber mal. Wir werden uns natürlich jetzt noch einmal kurz angucken, ob eventuell endlich mal wieder was upgraden geht, denn unser Auto steht seit 3, 4, 5 Rennen auf dem gleichen, ja, abgegradeten Stand und das ist ja nicht gut. Wir müssen mehr upgraden, wir müssen mehr Updates bringen und das besser machen. 8,6 Millionen. Ja, ich habe auch jetzt auch nicht mehr die vielen Geldausgaben. Also wir haben nicht mehr das große Geld, um noch mehr zu bezahlen. Es geht wieder nichts außer Strapazierfähigkeit. Müssen wir halt da wieder investieren. Das ist wirklich bitter, weil es fehlt einfach an jeder Ecke an Kohle. Die Erfolge müssen her und jetzt weiß ich auch, wie es Teams wie Haas und so weiter geht. Einen neuen Motor rein. Und dann werden wir mal gucken, wo es morgen oder übermorgen hier weitergehen wird. Abonniert unbedingt gerne den Channel kostenlos, falls euch meine Videos gefallen. Und ihr das natürlich noch nicht habt, würde ich mich auch gerne mit einem Däumchen rumfreuen. Schaut gerne auf Social Media vorbei und auch gerne auf TikTok. Macht die 13k voll. Bis morgen oder später und ciao.